Sag mal, Seelchen Mama Sonja, was heißt eigentlich sterben? Fragte mich vor einiger Zeit ein kleines Seelchen. Sterben? Ja, das ist eine gute Frage und ich möchte sie gerne mal in meinen Worten beantworten. Wenn du von der lieben Mama Sonne ein Malbuch geschenkt bekommst, ein Malbuch, was nur für dich alleine ist, weißt du, was das bedeutet? Mit großen Augen schaute mich das Seelchen an. Ja, klar weiß ich das. Ich entscheide, wer darin malen darf oder wem ich es leihe. Doch die schönsten Bilder male ich. Ist das etwa Sterben? Nein, antwortete ich, das ist nicht Sterben. Aber höre meine Geschichte mal weiter an. Wenn du dann dieses Malbuch in den schönsten Farben schmückst, alle Bilder bunt ausmalst und deinen Freunden, der Mond, die anderen Seelchen oder auch Mama Sonne mit dir gemeinsam darin Bilder malen, dann... Was dann? Unterbrach mich das Seelchen. Das ist dann Sterben? Nein, antwortete ich, das ist noch nicht Sterben. Doch behalte das alles in deinem Köpfchen, was ich dir erzähle. Wenn du also dein Malbuch weiter Seite für Seite fertigstellst, vielleicht ein Bild nicht zu Ende malst, vielleicht mal eine Seite rausreißt, dann kannst du jederzeit dieses Malbuch aus deinem Regal holen und es weiter benutzen oder nur angucken. Ja, rief das Seelchen. Moment, warte mal. Und schon sauste es in Windeseile davon, um gleich darauf wieder mit roten Bäckchen vor mir zu stehen. Guck mal, das ist mein Malbuch, rief es. Und blätterte dabei voller Freude in dem Buch. Zu jedem Bild erzählte es mir eine Geschichte, wer es gemalt hat und wie der Tag so war. Gemeinsam guckten wir uns das Malbuch an. Das ist ja wunderschön, sagte ich und guckte dabei in zwei stolz blickende Augen. Weißt du, dein Malbuch sieht schon sehr alt aus und trotzdem kannst du dich an alles erinnern. Was würde nun passieren, wenn dieses Malbuch auf einmal verschwinden würde? Oh, sagte es schnell. Dann wäre ich echt traurig. Ja, sagte ich, das glaub ich dir. Doch sag mal, würdest du all das vergessen, was in deinem Malbuch ist? Oder wie viel Spaß du mit dem Buch hattest? Das Seelchen guckte mich fragend an. Nein, natürlich nicht, denn ich habe es ja hier und hier. Und seine kleinen Händchen zeigten zum Kopf und zum Herzen. Ja, genau, sagte ich leise. Das sind Erinnerungen und diese sind ganz wichtig. Weißt du, sprach ich weiter, wenn jemand stirbt, ist es, als wäre das Malbuch fertig gemalt. All seine Aufgaben in unserer Welt sind erledigt und man ist bereit für weitere Aufgaben. Aber man kann sich doch keine neue Welt kaufen. Ich kann mir aber ein Malbuch kaufen, sprach das Seelchen. Ja, das stimmt, sagte ich schnell. Doch das Leben ist wie ein Buch. Keiner weiß, wie viele Seiten es besitzt. Keiner weiß, wann es fertig geschrieben oder gemalt ist. Man findet manchmal eine lange Zeit viele nie gesehene Dinge in dem Buch. Doch manchmal hat das Buch nur wenig Seiten. Dann malt man jede Seite ganz besonders sorgfältig oder bunt aus. Ja, sagte das Seelchen. Ich habe auch so ein Malbuch. Das ist ganz besonders. Und ich male nur ganz vorsichtig und ordentlich da drin. Ja, sprach ich weiter. Genauso kann man auch das Leben sehen. Manche haben viel Zeit und nutzen sie nicht oder beachten die Zeit nicht. Andere wiederum haben wenig Zeit, doch sie nutzen ihre Zeit sorgfältig und versuchen ganz viel in dieser Zeit zu schaffen. Wenn dann irgendwann jedoch die Zeit gekommen ist, dann darf man seine Augen schließen und darf in eine Dimension voller neuer Abenteuer reisen. Diese Reise wird für dich wie ein Wimpernschlag sein. Versuche es mal. Siehst du, wie schnell das geht? Das heißt, die Zeit spielt in der neuen Dimension keine Rolle. Und du wirst ganz schnell all deine Freunde von hier wiedersehen. Doch zurück bleiben meine Malbücher, rief das Seelchen aufgeregt. Ja, sagte ich leise. Und du? Ja, ich nehme die Erinnerungen daran mit. Denn ich habe sie ja erlebt, sprach das Seelchen leise weiter. Genau, sagte ich und drückte das Seelchen fest an mich. Ich glaube, genauso ist Sterben.